Also, was berichtete der? Ich erinnere mich nicht. Und ich höre nichts mehr. Hey, du bist gewandert. Ich erinnere mich, dass wir nach unserer Ankunft für einige Zeit hier lebten. Es gab viele Scharmützel mit den Eingeborenen an diesen Tagen, bis wir endlich Frieden mit ihm schlossen. Glaubt ihr, diese Aschegestalten die ehemaligen Bewohner sind? Welche Aschegestalten? Habt ihr nicht die Gestalten aus Asche erblickt, die wie Menschen aussehen? Versucht ihr etwa mir Angst einzujagen? Es klingt zumindest fürchterlich beunruhigend, doch ich habe nichts dergleichen gesehen. Was habt ihr für mich? Sie ist wunderschön, warum gebt ihr sie mir? Ganz ehrlich? Ich mag ihr Kleid. Das ist irgendwie voll random, aber ich mag das Kleid. Also, weil ihr ebenfalls wunderschön seid. Behaltet sie für den Fall, dass ihr eine Frau trefft, die solch wohlfeilen Neigungen zugetan ist. Es stimmt aber. Das passt. Das Kleid sieht voll geil aus. Oder was auch immer das ist. Das sieht aus wie ein Kleid. Und das macht diese Person irgendwie voll schön. Gut, Gesichtsausdruck ist ein bisschen so, meh. Ich glaube, wenn da ein Lächeln noch reinkommt, ja, warum nicht? Dann die spanische Seekarte. Sie wird sich als nützlich erweisen, sollten wir ein Schiff finden. Okay. Kann ich was verkaufen? Ich kann was verkaufen. Nee, kann ich nicht. Reichweite unterdurchschnittlich. Na. Du hast gerade so... Sei still. Ich würde gern wissen, was das da ist. Also im Lichte höre ich nichts mehr. So gar nichts. Im Kampf mit den Spaniern gefallen. Hier liegt Mary Baines, liebende Frau. Edward Baines. Krankheit. Tod am Wegesrand gefunden. Wow. Das ist ziemlich hart. Man stellt euch mal vor, ihr geht ganz normal irgendwie wandern oder so. Oder spazieren. Spazieren gehen viele Leute. Ihr geht spazieren und plötzlich seht ihr da eine schöne Leiche am Wegesrand. Na holla die Waldfee, das will man. Oh, das hat aber richtig was so in dem... Okay, es gibt zwei hier jetzt. Kann ich nicht mehr hören? Hier bin ich gleich da. Da hinten. Da hinten ist eine Person. Ein Grabe. Was riss euch aus eurem Schlafe? Ich bin entzweit und finde keine Ruhe. Entzweit? Entweiht, geschändet, meines Kopfes beraubt von einem Dämon, der meinen Schädel nun als Zierrat trägt. Ich werde Mögliches tun, zurückzubringen. In die Richtung also.
Melodie. Ich dürfte gleich da sein. Ein weiterer Toten. Verderbtheit ist fort. Wind hat gedreht und vertreibt den Gestank. Schön. Aber hier ist noch was. Da hinten, oder? Wow. Das, der eine war zu früh. Hallo, mein Freund. Ich kam vom rechten Wege ab und verlor mich in der Finsternis. Das Geläut der Glocke wird euch nach Hause leiten. Es war doch der Sohn, oder? Ich glaube. Ich habe was gehört. Gehört und was gesehen. Da. Ich wusste, ich hatte was gehört. Lass mich in Ruhe. Eine Truhe, geil. Die nehme ich mit. Ach, wir sind schon wieder am Dorf oder am Fort. Hallihallo. Edmund Gutman ist immer noch nicht von seinem Rundgang zurückgekehrt. Wo saht ihr ihn zuletzt? Wir begegneten uns zufällig nahe Dotzüge. Die Sonne versank bereits hinter dem Horizont. Er berichtete, ein spanisches Feldlager gefunden zu haben und zeigte mir dessen Standort. Wer seid ihr? Gregory Wall. William Eastcroft weckte euch, um zu erfahren, was ihr während eurer Wacht sah. Nee, erkennt ihr diese Schilfflöte wieder? Ich erinnere mich, mir auszumalen, wie elendig es hier ohne Edmunds Musik wäre. Ein Indianer gab ihm einst die Flöte, nachdem er sein Spiel gelauscht hatte. Ich fand sie in der Nähe der Überreste seines Mannes, der in der Nähe des Lagers getötet worden war. Deshalb kehrte er also nie zurück. William Eastcroft weckte euch, um zu erfahren, was ihr während eurer Wacht saht. Ich unterrichtete ihn davon, dass sein Gespons das Fort für einen Spaziergang verlassen habe. Wenngleich es mir doch recht eigenartig erschien, dass sie eine feine Halskette zu einem solchen Anlasse trug. Erinnert sich daran, wie ihr Johns Namen rief während eurer Suche im Walde. Ich erblickte den Knaben auf einer Lichtung, eine Pistole auf den Baum richtend. Er betätigte den Abzug, doch nichts geschah. Alsdann spähte er in den Lauf. Ich rief ihn an und rannte, so schnell mich meine Füße trugen. Ich erinnerte mich nicht an den Schuss, nur an den Raum, der ihn gab. Eures Sohnes Hand führte die Waffe, die ihn unbeabsichtigt ein Ende bereitete. Nun erinnere ich mich. Einige von uns gingen hinaus in den Wald, um nach ihm zu suchen. Ich hörte Gregory ihn rufen und wähnte ihn in Sicherheit. Dann krachte der Schuss. Ich erinnere mich, die Pistole meines Sohnes Hannes zu binden. Dann schloss ich seine auf. Schalt ihn sich zu
Herzen gebraucht zu haben, dann schloss ich meine Augen und hielt zum Atem, um zu sagen, dass unser Sohn tot sei. Ich erinnere mich, ihn durchs Tor zu tragen, ihn warnen, nicht allein draußen zu spielen, denn der Wald sei reich an Gefahren. Ich bläute ihm ein, seiner Mutter niemals Kummer zu bereiten, und ich sah ihr erleichtertes Lächeln dahin bröckeln, als die Verzweiflung sie übermannte. Gregory Ward sagt, dass Martha das Fort früh verlassen habe, ihre Topaz-Halstecke tragen. Ich wusste, was sie beabsichtigte, warum sie meine Pistole genommen hatte und die Halskette angelegt hatte. Ich rannte durch den Wald, als ich den Schuss vernahm, genau wie zuvor. Sie wählte also den Freitod? Deshalb begrub ich sie dort, auf dass der Geistliche sie nicht als Sünderin bezeichnete, ihre Seele auf ewig verdammt. Ich wollte nicht, dass man sie so in Erinnerung behält. Wie erklärt ihr ihr Verschwinden? Ich sagte die Wahrheit, dass sie in den Wald gegangen und nicht mehr heimgekehrt sei. Ich höre weitere Dinge. Bestimmt Martha. Nee, nicht ganz. Was vergisst der Kopf? Schädel steckt im Boden fest. Vielleicht lässt er sich mit der Kraftauswand herausziehen. Lass mich in Ruhe. Er will ja seinen Schädel wieder haben. Dann werde ich ihm den auch bringen. Das werde ich auch in dieser Folge noch machen. Egal wie lang die Folge wird, das werde ich noch machen. Aber wir scheinen ja gleich da zu sein. Na, wo bist du denn? Da bist du. Okay, mein Freund. Ich vermute, dieser Schädel ist euer. Was verloren ging, wurde wiedergefunden. Im Gegenzug erhaltet ihr etwas von mir. Ihr seid zu gütig. Ein Amulett der Schnelligkeit. Schön. Aber weiter werden wir... Ich werde noch einmal zu Dots Hügel gehen. Und weiter werden wir in der nächsten Folge schauen. Und dann werden wir weiter in der Finsternis umherwandern.